Guten Morgen! Was erwartet uns heute? Eine tolle Ballonfahrt hoffentlich mit Sonnenaufgang in der Wüste, danach anschließendem Frühstück. Und wir sind schon sehr gespannt, was da heute auf uns zukommt. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Bis gleich! Wir sind jetzt beim ersten Zwischenstopp angelangt, eine kurze Klopause. Und noch ein kleiner Tipp am Rande, zieht euch unbedingt einen Pulli oder eine Jacke an. Und das ist im Auto nämlich so klimatisiert, es ist wirklich kühl. Nachdem wir uns nicht verkühlen wollen, ist ein Pulli einfach ein Must-Have. Also, nicht vergessen. I will be your pilot this morning, right? So I need your full attention now, so if you can, please put cameras away. Jetzt hat es eine kleine Einschulung gegeben und den netten Sicherheitsgurt. Und jetzt sind wir am Weg zu unserem Heißluftballonkorb. Und Mr. Grumpy wird langsam runter. Ich glaube, du siehst mir lecker. Wer so, wir sind eingestiegen. Jetzt dauert nichts mehr. Dann geht's ab in die Lüfte. Schön ist es. Es war nicht so hoch wie die Berge bei uns in Österreich, aber es ist schön. Mit der Sonnenaufgang in der Wüste ist das Traum. Wir sind jetzt schon wieder knapp über dem Boden und werden dann jeden Moment die Landung angehen. Schauen wir mal, ob es normal wird oder ein bisschen ruckartiger. Ballon wird wieder ausgelassen. Und wie ist unser Plan jetzt? Wir gehen jetzt zum Frühstück. Gibt es gutes arabisches Frühstück und dann gibt es noch eine kleine Wüstensafari, die wir dazu gebucht haben. Das letzte Mal waren wir bei der Platinum Heritage, bei der VIP-Safari. Die war ja exklusiv. Das ist jetzt ein bisschen eine günstigere Variante, die wir dazu gebucht haben. Mal schauen, was da der Unterschied ist, ob es überhaupt einen Unterschied gibt. Sehr, sehr zu empfehlen, die Ballontour. Wunderschön. Jedenfalls steigen wir jetzt aus und sehen uns später wieder. Wir sind wieder zurück in unserem Auto. Fahren jetzt zum Frühstück. Wir sind jetzt fertig mit dem Frühstück, war absolut okay. Und hier im Bedouin Camp, wo wir gerade sind, das gehört auch derselben Firma, wo wir letztens diese Premium Safari Tour gemacht haben. Ich muss sagen, es ist hier auch nicht überfüllt, wie ich gedacht habe, dass sehr viele Leute hier sein werden. Also man sieht, das geht absolut. Und ich muss auch sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis hat mich auch sehr überrascht hier, weil die gesamte Tour hier, also mit dieser extra Safari, die wir jetzt gleich noch machen werden, hat uns 1000 Dirham gekostet. Normalerweise kostet es 1200 Euro. Aber wenn man auf die Seite geht, ich verlinke euch die Seite dann auch noch in der Infobox, gibt es die Möglichkeit eines Resident Offers, also dass wenn man hier ein Local ist quasi, dass man 200 Dirham Rabatt bekommt. Wir haben das natürlich
in Anspruch genommen und es hat aber niemanden Ausweis kontrolliert. Das heißt, man kann ganz normal sich hier 200 Dirham sparen. Wenn man diese Resident Offer anklickt, würde ich jedem definitiv empfehlen, der so eine Tour machen möchte. Also wie es der Zufall so will, sind wir jetzt genau wieder am gleichen Ort, wo wir bei der letzten Tour auch schon einen Zwischenstopp eingelegt haben. Wieder bei diesen Land Rovern aus den 50ern. Letztes Mal durften wir nicht damit fahren, dieses Mal aber schon. Also jetzt gibt es eine kleine Tour mit denen. Bin ich gespannt, was hier für ein Unterschied ist. Aber wie gesagt, für diese Tour, die wir jetzt haben, ist zwar kein Dinner dabei, aber ein Frühstück haben wir nur 100 Dirham Aufpreis bezahlt, also so 25 Euro. Wir haben jetzt einen kleinen Tratsch mit unserem Wüstenguide. Netter Kerl. Und wir genießen hier noch ein bisschen die wunderschöne Landschaft und dann geht's wieder zurück ins Hotel. Schaut euch das an. Es ist so schön. Wir sind jetzt auch fertig mit der Wüstensafari in Dokschmida im JPR. Das war jetzt eine Stunde Fahrt zurück. Der ganze Trip hat jetzt ca. 6 Stunden gedauert und ich muss sagen, war eine absolute Empfehlung. Also Dubai mal von oben zu sehen, ist mal was ganz, ganz anderes. Und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis hat schon, wie gesagt, sehr gut gepasst. So, das war's dann auch schon wieder für das heutige Video. Ich hoffe, der Content hat euch gefallen. Wenn ja, lasst diesen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns dann schon wieder beim nächsten Video in einer Woche. Ciao, ciao.